Was ist ein roter Faden? Ich könnte dir zeigen, was kein roter Faden ist. Zum Beispiel, das ist kein roter Faden. Da sind wir uns bestimmt einig, oder? Du findest auch nicht, dass es wie ein roter Faden aussieht. Der rote Faden in Texten ist so etwas wie ein Einhorn. Alle haben davon gehört, aber niemand hat es so wirklich gesehen. Und Lehrer und Bewerter bei Prüfungen bemängeln das sehr, sehr gerne. Sie schreiben unter zusammenhanglose Texte, roter Faden fehlt. Und der Verfasser des Textes, ob das ein Schüler oder Student oder Prüfling ist, ist ein bisschen ratlos. Denn er möchte gerne wissen, was ist denn dieser rote Faden? Wie kann ich den greifen? Oder muss ich in einen Laden gehen und fragen, ob sie rote Fäden haben, damit ich irgendwie meinen Text mit einem roten Faden dekorieren kann? Aber das kann es nicht sein. Der rote Faden ist der logische Aufbau eines Textes. Und es gibt natürlich verschiedene Textsorten. Ich möchte nicht behaupten, dass alle Texte dieser Welt aus Einleitung und Hauptteil und Schluss bestehen. Und der Hauptteil besteht, wie man das so schön in der Schule gelernt hat, aus Argumenten pro und Argumenten contra. Und manchmal schreibt man ein Argument pro, eins contra und dann nochmal eins pro und dann eins contra. Und manchmal schreibt man drei Argumente pro und dann zwei contra und dann macht man ein Fazit, also einen Schlusssatz. Es ist so, natürlich gibt es völlig unterschiedliche Textsorten. Und natürlich sind auch solche Formate wie ein Essay, eine Meinungsäußerung, eine Glosse, das ist alles legitim. Und wenn du vorhast, Schriftsteller zu werden oder Journalist, dann musst du dich natürlich mit verschiedenen Textsorten beschäftigen. Für die Prüfung kann ich dich beruhigen, es werden keine literarischen Ansprüche gestellt an deinen Text. Also du musst auch keinen Song, kein Gedicht, keine Ballade schreiben. Du musst einfach einen Text schreiben, der, wie wir schon darüber gesprochen haben, der interessant ist. Dein Text muss den Leser packen und nicht loslassen. Er muss wissen wollen, was am Ende steht. Er muss denken, das ist eine interessante Sichtweise oder das ist eine lustige Darstellung oder es ist eine dramatische Darstellung. Auf jeden Fall ist dein Job, den Leser zu fesseln. Du möchtest ihn nicht gehen lassen, aus dem einfachen Grund, weil von deinem Leser im Falle einer Prüfung deine Bewertung abhängt. Das heißt, wenn du es schon nicht schaffst, einen super spannenden Text zu schreiben, kann sein, dass das Thema besonders langweilig ist, dann versuche wenigstens den Leser nicht zu langweilen mit einer Aneinanderreihung von Fakten. Fakten sind langweilig. Die Interpretation von Fakten, was du daraus machst, sie sind interessant. Wenn du dir vorstellst, dass drei Menschen aus den gleichen Zutaten ein Gericht kochen müssen und der eine kocht zum ersten Mal in seinem Leben, der zweite ist Jamie Oliver oder irgendein anderer Starkoch und der dritte ist, wer könnte es sein? Jemand, der in seinem Leben nur Fertiggerichte, Fastfood und nochmal Fastfood und Tiefkühlgerichte gegessen hat. Das heißt, er hat gar keine Ahnung, wie man etwas kocht. Und der Erste hat noch nie gekocht, hat aber 3955 YouTube-Videos zum Thema Kochen angeschaut. So, und jetzt überleg mal, wer wird wahrscheinlich das interessanteste Gericht aus diesen Zutaten zaubern? Und ich würde vermuten, dass Jamie Oliver oder welcher Koch das auf jeden Fall war, der Starkoch, dass er das meiste aus diesen Zutaten rausholen wird durch seine Erfahrung und durch seinen kreativen Kopf. Derjenige, der noch nie etwas gekocht hat und der nur Tiefkühlgerichte Gegessen und hat. Fastfood isst, hat sich noch nie mit dem Thema Kochen befasst. Er hat auch keine Ahnung, aus welchen Zutaten man was zaubern könnte. Und die dritte Person, die ganz viele YouTube-Videos angeschaut hat, na gut, hier haben wir eine 50-50-Chance. Denn etwas, was du zwar im Fernsehen oder auf YouTube gesehen hast, kann zwar sein, dass du dir das gemerkt hast, aber wie das in der Praxis tatsächlich funktioniert,
Das kannst du natürlich den YouTube-Videos nicht entnehmen. Das bedeutet, dass du natürlich aus YouTube-Videos etwas lernst, aber nur, wenn du sie auch wirklich mit der Praxis kombinierst. Genauso ist es bei Prüfungsaufgaben. Stell dir vor, die Prüfungsaufgabe ist wirklich ganz neutral. Sie ist wie ein Set von Zutaten. Du hast 3 Kartoffeln, 2 Karotten, ein bisschen Sahne, Gewürze und das und das und das. Und dann kommt es darauf an, was du aus diesen Zutaten machst. Und in der Prüfung sitzt, wie ich schon gesagt habe, der Bewerter möglicherweise stundenlang da und liest fast identische Texte. Und ich kann dir verraten, dass je nachdem, mit welchen Quellen, mit welchen Materialien du dich vorbereitet hast, kann es sein, dass dein Text sich kaum unterscheiden wird von einem Text, den jemand anders geschrieben hat, der aber die gleichen Bücher oder die gleichen Videos benutzt hat. Was ich aber an dieser Stelle hervorheben möchte, das, was deinen Text unterscheiden wird, ist deine Sichtweise, deine Weltanschauung, was vertrittst du? Wofür stehst du? Was sind deine Überzeugungen? Was sind deine Werte? Habe keine Angst, deine Meinung in diesem Text wirklich zutage zu bringen, sie zu benutzen. Aber wichtig ist, dass dieser Text nicht neutral ist. Du möchtest keinen Text schreiben, der wie so ein Mensagericht ist. Ja, ein Gericht aus der Kantine, das nach nichts Interessantem schmeckt. Du möchtest einen Text schreiben, der so wie ein luxuriöses, ausgefallenes Gericht eines Starkochs ist. Denn dann wird der Bewerter denken, da waren zwar ein paar Fehler drin, aber der Text war so interessant, dem gebe ich ein paar Punkte mehr. Denn, wie gesagt, Bewerter sind auch Menschen.